Okay, Zeit läuft. Hallo meine lieben Kreativlinge. Heute gibt es ein Schminktutorial. Nein, Spaß. Ihr habt es ja schon gelesen. Ja, Kooperation mit Globalad. Und ich habe diesmal diese Prägeschablone benutzt. Als ich mir die rausgesucht habe, habe ich mir die tatsächlich ein bisschen anders da vorgestellt. Es ist ja immer so schwierig auf den Vorschaubildern. Aber dann habe ich echt überlegt, was magst du damit? Ja, sie war auf meiner Wunschliste gestartet, also, ne, aber ist immer, ne? Ihr wisst, wie ich es meine. Und dann habe ich überlegt, was magst du auf jeden Fall damit? Sie ist sehr klein, werdet ihr dann merken. Auf jeden Fall ist es diese Nummer. Ich werde auch nochmal alles von der Kooperation in der Infobox verlinken. Mit dem Rabattcode, der Natta10 ist. Bei meiner nächsten Bestellung werde ich den auch wieder nutzen. Und dann diese süßen Feen. Oh Gott, meine Nase kribbelt. Das ist diese Nummer. Wie gesagt, ich werde auch nochmal alles verlinken. Ruckelt es? Nee. Okay. Oh, die sind so putzig. Vor allem die Viecher. Aber die Feen auch. Wenn ich mit Polychromos malen könnte, würde ich mit Polychromos malen. Ja, gut. Ich kann halt nicht mit Polychromos malen. Aber trotzdem, die sind so süß. Die passen perfekt auf ein ATC. Aber gut. Ich zeige euch, was wir heute machen. Und zwar diese Karte. Doch, die Kamera ruckelt. So, ich hoffe, das ist jetzt besser und ich hoffe, es ruckelt jetzt nicht mehr. Aber wir machen diese Karte. Ich hatte zuerst überlegt, so braun. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir die noch in grün machen. Sollen wir die nochmal in grün probieren? In dunkelgrün? Ich glaube, wir probieren in dunkelgrün. Weil braun haben wir schon gesehen. Ich glaube, dann werden wir dunkelgrün machen. Das ist das, was ich immer meine, wenn ich sage, wenn ich bastel. Jetzt seht ihr das live. Oder kriegt ihr live mit. Wenn ich dann bastel. Dass ich dann während des Bastelns oder wenn mein Projekt fertig ist, dass ich dann auf einmal noch eine andere Vorstellung kriege. Oder, ne, natürlich ist es schön, wenn man dann so kreativ ist und wenn man dann so Einfälle hat. Und das ist gar keine Frage. Aber auf der einen Seite ist es auch ein bisschen doof, weil dann kommst du von der einen zum anderen und wirst irgendwie nie fertig. So. Mein Aufbau. Ich habe hier diese dicke, ja, die auch schon wie Schwein. Die dicke C-Platte, ich war oder A-Platte, ich habe keine Ahnung mehr. Dann die normale Stanzplatte, eine Silikonmatte. Dann das Teil mit dem Papier, das ich fixiere das mal. Dass es gut drauf liegt. Ah. Weil die Silikonmatte ist ein Ticken größer als meine ja, normalen Platten. Dann lege ich zwei Blätter Kopierpapier drauf. Und dann nochmal eine dünne. Die dicke passt nicht durch. Nur, dass ihr den Aufbau habt. Die Dicke passt nicht durch, das schafft die Stanzmaschine nicht. Bevor die mir kaputt geht, tue ich mir halt einfach mit Papier ein bisschen behelfen. Und es soll ja prägen, nicht stanzen. Jetzt fühlt sich das total glatt an, ne? Also seht ihr das? Das ist richtig glatt jetzt irgendwie. Das ist rau und das ist richtig glatt. Spielerei. So. Oh ja, auch. Sehr interessant aus. So, jetzt schneide ich mir mal den Rahmen ab. Ich hoffe.
kriege das jetzt einigermaßen gerade hin. Der erste Schnitt ist immer das Schwierigste, weil der muss ja gerade sein. Und dann kann ich ja oben anlegen. Aber ich kann euch sagen, ich bin heute richtig, was heißt groggy? Ja, groggy kann man auch sagen. Aber es prägt, wenn man die, die Dingenskirchen, also die richtige Mischung aus Platten hat, beziehungsweise noch wegschummelt mit Papier, dann schaut es richtig, richtig toll aus, oder? Richtig tolle Prägung. Also sehr schön. Ist zwar sehr klein, aber deswegen mache ich meine Slim, Mini-Slimline. So, dann nehme ich mir Luna-Pasten und zwar einmal Slippery When Wet. Und einen ja, Schminkapplikator. Mach nur so ein bisschen drauf, dass wirklich nicht so viel auf meinem Applikator drauf ist. Weil sonst kann das sein, dass man das halt versaut oder daneben wischt. Und dann schminke ich. Ich schminke die Pilze. Auf jeden Fall, ich war die letzten 2,5 Tage, ungelogen, letzten 2,5 Tage damit beschäftigt, meine ganzen Standschablonen, die sich so die letzte Zeit angesammelt haben, die ich halt hier und da gekauft habe und na, Globaland, das meiste war Globaland. Aber auch von Stamp Corner und Lawnfawn teilweise die Releases. Aber halt auch so einzelne Sets. Aber auf jeden Fall hat sich da so einiges angesammelt. Und da ich ja eher so ein Typ bin, oh nee, heute nicht, morgen, ich will lieber basteln, so ungefähr, ne? Ja, habe ich letzten 2,5 Tage damit verbracht, meine ganzen Standschablonen wegzusortieren in mein Sortierformat. Ihr seht es dann auch gleich. So. Abwischen in einem Tuch, dass nicht so viel Gold dran ist. So, dann nehme ich die Farbe Bee Sting. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Ich mache auch wirklich nur die Kappen von den Pilzen. Zum Schluss so zeige ich euch noch eine andere Karte. Ich habe nämlich noch eine andere Farbe gemacht. Deswegen komme ich jetzt erst zum Video machen. Aber auch, weil ich meine Standschablonen eben heute sortiert habe. Bloß, jetzt habe ich allerdings kein Material mehr. Ne, ich tue die immer so auf Pappe kleben. Oder beziehungsweise, ja doch, Pappe. Ne, so Pizzakartons oder allgemein, was ich halt so an Kartons kriege. Papp oder halt von den Blöcken. Die Rückseiten. Schlage ich dann ein Papier ein, was man halt nicht so braucht, was halt hässlich ist. Hat bestimmt jeder irgendwie so seinen Geschmack. Und das schlage ich dann ein, dann kommt Magnetband drauf, beziehungsweise halt, ja, ne, irgendwas Magnetisches und dann kommen da meine Standschablonen drauf und dann kommen die ja in ein Ding rein. So CD-Sleeves. Hüllen. War ein wenig viel. Nicht so viel. Aber das seht ihr gleich. Habe ich jetzt alle Pilze? Ich habe alle Pilze. Auch den könnt ihr noch ein paar Mal verwenden. Also wenn ihr den immer abwischt. Am besten feucht. Dann können wir den noch ein paar Mal verwenden. So. Jetzt brauchen wir erstmal eine Grundkarte. Und die hat die Maße 14,5.
Derzeit kann es nämlich trocknen. Mal 15. Und es wird bei den 15 Zentimetern bei 7,5 gefalzt. Trocknet eigentlich relativ zügig. Aber man muss es ja nicht herausfordern. So, dann habe ich hier so Grünzeug ausgestanzt, das ist auch von Global Land. Leider habe ich die Artikelnummer nicht mehr, weil wie gesagt, ich sortiere das alles in. So schaut meine Sortierung dann aus, aber der ein oder andere erkennt das Set vielleicht. So schaut meine Sortierung aus. Ja, und da war ich die letzten 2 Tage eben drüber gesessen. So, das habe ich aber einmal ausgestanzt. Und. Das klebe ich mir dann so dahin. Und dann das hier. Ich dachte, so ein Blümchen ist nie verkehrt. Auch das ist aus dem Set. Ja, ist zusammengebaut aus der Stängel quasi. Kann man ja natürlich auch grün machen. Und da ist die Blüte. Aber ich habe mich halt für die Farben explizit entschieden. Dann habe ich einen Kreis aus Vellum ausgestanzt. Dann kommt meine zuckersüße Fee. Ich gesagt, wenn ich mit Polychromos ausmalen könnte, würde ich mit Polychromos ausmalen. Aber das kann ich nicht. Ich bin noch nicht in der Lage dazu. Mir fehlt auch ein wenig die Zeit, um dies zu üben. So, da kommen jetzt 3D-Pads drauf. Ungefähr so. Dann kommen da nochmal 3D-Pads drauf. Ich mache das halt so, dass man halt, wenn man bei Vellum sieht man ja, wo man klebt. Auch wenn man mit Dingenskirchen klebt, mit Klebemaus oder so. Mit Klebemaus lässt sich es noch relativ gut verstecken, aber Flüssigkleber zum Beispiel sieht man. Deswegen verstecke ich das so ein bisschen unterm Vellum und so sieht man nämlich dann nicht, wo geklebt ist. Wobei, deswegen. Die ist ein wenig eichweit. So, jetzt ist es ein wenig besser. Jetzt ist sie nicht zu weit vom Kreis. Und dann wäre unsere Karte fertig. Ich finde die Feen so echt zuckersüß und wie gesagt, die sind echt voll winzig. Und. Na, ihr habt von den Maßen gemerkt, der Aufleger ist nur 7 mal 14 cm groß. Also Mini-Slimline-Karte. Aber echt cool. Wie gesagt, die braune. Und dann habe ich noch einen weiß gemacht. Weil am Anfang hatte ich die braune gemacht. Ganz am Anfang. Und dann habe ich mir aber, bevor ich jetzt alles zusammengesetzt habe, habe ich gedacht, hab, das schaut doch nicht aus. Das schaut nicht aus. Fand ich jetzt am Anfang. Deswegen habe ich dann zeitgleich mich an eine Weiße hingesetzt. Habe dann noch einmal koloriert, beziehungsweise ausgemalt, die Feen und gestempelt. Und jetzt persönlich finde ich tatsächlich die mit dem farbigen Hintergrund, ich schwanke jetzt tatsächlich zwischen Grün und Braun, finde ich tatsächlich besser als die Schweiße. Also meine persönliche Meinung. Aber ich finde die beiden Farben viel besser als die Weise.
Aber vom Aufbau sind hier genau alle gleich. Ja, bin aber auf eure Meinung gespannt. Meine lieben Kreativlinge, ich setze mich jetzt an ein anderes Video. Hat zwar auch was mit den Sachen von Globalent zu tun, aber ja, ich weiß, es kommen viele Kooperationen im Moment. Beziehungsweise viel Kooperationsvideo, aber ich versuche immer viel rauszuholen aus den Sachen. Nicht nur, weil ich bezahlt werde, sondern, ne, ihr seht, ich hatte eigentlich, hier liegt mein braunes Papier. Hier liegt's. Und ich dachte, ich mache dieselbe Karte und dann kam mir eben den Zinn in dunkelgrün. Und so ist es dann und dann kommt man immer so, ne, ich habe auch schon die nächsten Viecher angefangen auszumalen. Die ist mir nicht gelungen beim Stempeln, da sind die Haare weg verwischt. Aber, ne, jetzt muss ich noch die Katze ausmalen und, aber ihr seht, es wird immer, ja. So, genug gelabert. Meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.